Hallo und herzlich willkommen zu den Folge von World of Tanks, überwältigendes Feuer im Leitpanzer. Ich dachte mir, nachdem wir jetzt die letzten Folgen so schwere Panzer gespielt haben die ganze Zeit, nehmen wir jetzt mal einen Leitpanzer in die Hand und fahren mit dem anderen EBR einfach mal ein bisschen mit. Also zwei EBRs, die einen... Okay, der bleibt stehen, perfekt. Oder auch nicht. Die sind auf jeden Fall schon sehr gut. Ich will jetzt nicht alleine da lang fahren. Ja, Leute. Was ist das denn? Also ganz alleine ist ja auch ein bisschen schwierig, da bin ich ja ehrlich. Voll mit dem Leitpanzer. Ich meine, ist jetzt eigentlich so leid, ist er gar nicht. Weil, ne? 150 hat die nur. Ach du Scheiße. Wie viel hatten die andere? 200. Der ist ja voll scheiße eigentlich für eine Durchschlagskraft. Holy shit. Ich hab nicht gelenkt. Oh, Junge. Da hat sich ja ganz, ganz kurz komplett aus der Bahn gepfeffert. Alter Schwede. Wir warten ganz kurz, bis ein paar Leute gesehen werden. Okay, die beiden Jagdpanzer sind gesehen, dann fahren wir durch. Na komm, EBR. Lass sie uns jagen. Oh ja, den scheißen wir. Der hat uns bestimmt nicht gesehen. Hat er sogar wirklich nicht, glaube ich. Nice. Okay, die eine Artillerie schießt schon mal da, ganz entspannt. Das ist schlecht. Egal, wir ignorieren den. Der wird uns nicht aufhalten können. Macht das Sinn zu rammen? Weil der EBR ist ja so ein Leichtgewicht. Eigentlich nicht, ne? Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das war schon mal Nummer Uno. Das Wichtige ist, wir können nicht getrackt werden, sonst hätten wir mich jetzt schon verkackt. So, würde ich sagen, ist verdient auf jeden Fall. Ja, schieß du ruhig, ist egal. Verschwende deine Munition ruhig, ist mir komplett egal. So. Erstmal kurz ein bisschen Sicherheit gehen, dann können wir versuchen zu schießen. Sehr nice. Okay, reicht, 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 reicht. Alter, wir fahren rückwärts 50. Holy shit. Alter. Was? Okay, wir warten nochmal ganz kurz, weil den können wir auf jeden Fall finishen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also ich finde, ich habe meinen Teil auf jeden Fall schon längst mehr als erfüllt. Easy. Und aber ganz kurz mit ein bisschen Vollgas hier raus. Weil mit meiner Maus und so können wir eh nichts machen, deswegen lassen wir die jetzt einfach mal in Ruhe. Ja, das könnt ihr gerne machen. Ich bin eh schnell weg hier. Tschüss, ihr Leute. Wir gehen zum EBR mithelfen, weil den können wir wenigstens Damage machen. Ey, Kadamba. Unsere Artillerie ist leider auch gestorben. Machst du nichts? Holy shit! Geht sich ganz schön langsam, das Scheißding. Sehr ärgerlich. Das ist schade. Das ist echt schade. Nein! Hat gerade so nicht gereicht. Ey, aber ganz ehrlich, auch wenn wir die Runde verlieren sollten, ich finde, ich habe meinen Teil ja wohl mehr als erfüllt. Das war ja aber richtig edel. Beide Artillerie-Panzer rausgeholt, dann ganz schnell noch ganz hier den Hellstorm aus, hier gefinisht, den EBR fast gekillt. Sehr, sehr nice. Sehr, 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 sehr nice. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt in den Hellstorm rein und machen. Oder weißt du was? In die Hellstorm habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Den finde ich tatsächlich sogar irgendwie schon fast den schwächsten von allen. Mir gefallen die alle irgendwie, aber den finde ich von den Leuten irgendwie am schwächsten. Nehmen wir den Proof. Den finde ich mich auch ganz gut. Der ballert Schaden raus wie sonst was. Ja. El Khaluf. Hm.
Das ist gut eigentlich, oder? Ich will überlegen, wo ich langfahren soll. Weil hier oben, wenn da zwei Flakmäuse und sowas alles stehen, bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob das so eine coole Position ist. Aber es könnte halt, wenn wir die von der Seite erwischen, auch ein richtig edler Damage sein, den wir haben. Ich fahre links. Wir sind zwar nicht der schnellste Panzer, wir sind da trotzdem mit 50, 55 oder vielleicht sogar ein bisschen 60, wenn es bergab geht. Hat er sich überschlagen? Warte mal, er schreibt sorry, what the fuck, lol. Alles klar. Passiert, wa? Wir fahren einfach weiter. Oh, hat er mir gerade einen übelsten Schwung gegeben. Warte, ich habe jemanden gespottet. Nee, weißt du was? Wir bleiben hier ganz kurz stehen. Und schießen da eben runter. Sehr, sehr gut. Guter Damage. Leute, jetzt brauche ich mal eure ganze Hilfe, bitte. Boah, hat sie ihn erwischt, Junge. Sehr gut. Alter, wir haben auf einen Panzer 2500 Damage gesetzt. Richtig gut. Unser Kill auf jeden Fall quasi. Sehr nice, sehr nice. Da würde ich sagen, ist der EBR auf jeden Fall dann gleich dran. Okay. Das habe ich nicht kommen sehen, aber ich kann es sonst auch nicht fanden. Also, ne, fand ich schon sehr nett eigentlich jetzt von ihm. Ja, nee, der ist zu weit weg, da scheiße ich drauf. Ja, lohnt sich nicht so. Ne, mit dem Proof müssen wir schon wirklich aus sehr, sehr Close Range schießen. Sonst lohnt sich das einfach nicht. Aber wenn Close Range, dann ist das richtig edel. So, er 1500 noch irgendwas und wir haben kassiert vielleicht 1600. Also ganz ehrlich, sehr, sehr guter Deal für uns. Alter, wenn ihr noch fast gekillt den einen. Das war richtig gut. Also wir haben den Hellzim rausgenommen und beiden PTV so übel zugerichtet. Die sind beide quasi instant-tot, wenn sie angeschossen werden. Sehr, sehr gut wieder. Auch eine nice Runde, Mann. Boah, es läuft überall so gut gerade. Was ist da los? Ich liebe diesen Modus einfach, ne? Ohne Witz. Dann würde ich sagen, nehmen wir... Ach komm, weißt du was? Nehmen wir den Hailstorm, wie auch immer. Steppen. Mhm. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Kartenauswahl hier irgendwie mehr random ist als im Zufallsgefecht, also im Standardgefecht. Weil hier hast du tatsächlich irgendwie alle Karten. Und nicht. Meine Position unterstützen. Nein. Ja, natürlich helfe ich doch mit, Junge. Nee, aber, Ach, ich bleib einfach bei der Standardmunition. Irgendwie finde ich die mit mehr Schaden immer geiler. Wollt ihr jetzt einfach mitten reinfahren, oder was? Weiß ich nicht, ob ich mich da sehe. Ich fahre einmal hier zum Steinchen, aber da müsst ihr auch mitkommen, Jungs. Sonst, das macht keinen Sinn, weißt du. Ja, das war abzusehen, ehrlich gesagt.
Aber das Gute ist, beide Hailstorms stehen an unserer Leiche dran und haben wir sogar eventuell einen Deal von 1 zu 2 gemacht hier. Ey, mal ganz ehrlich, weißt du, was ich richtig finde? PTV will Hilfe haben und wo steht er? Ja? Kleiner Kackhaufen, ey. Nee, aber ganz ehrlich, ich würde das so stehen lassen. Obwohl es ein Instant Death war, so hat sich trotzdem irgendwie gelohnt. Weiß ich nicht. Ich werde auf jeden Fall eigentlich nicht lang gefahren. Na gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss.